Jo, herzlich willkommen auf eine neue Lektion Java für das MTG. Das Kaya will Carlos und den Alex hier dann den Vorschleif weisen an was sie gemeinsam mit der Wildschleif. Das ist, wie wir heute gesehen haben, wenn ich das diese Rumgehol, den wir schon gemerkt hatten, das war den Sum-Rechnen von Puzzlen und zwar von P-Start bis P-End mit. Mit einem While einfach gemerkt, und nur versuche ich mal das selber, aber das gehen wir dann vorzumachen. Aufgepasst, an diesem Kontext, nicht allgemein an der Programmation Java, der vorgenommen an ganz bestimmten Fällen gebraucht. Ja. Und zwar, wenn ihr das so gut guckt, wir haben ein While mit verschiedenen Sachen, an der Ton haben wir immer ein Zählerschleife genannt. D'accord? Wir zählen immer. Mhm. Das bleibt. Und davor darf auch nicht mehr gebraucht werden, um zu zählen. Sonst brauchen wir ein While. Das ist die einzige Kondition, die wir behalten. Okay. Der While hat man schon vor langer, langer Zeit gesehen. Die besteht aus Pulsaren. Zum Beispiel, wenn ich die wissen, wie Farbe ist. Wir haben den ersten Teil beim While. Ja, da steht ein I, das ist eine Zählvariable beim Startwert. Wir haben den Increment. Mhm. Das ist so, dass der Zähler geht ja heisch gezählt. Und eine von den wichtigsten Sachen, die ich schon ein bisschen geschrieben habe, die meine Scheiße. Kondition. Das Kondition. Das sind die drei Baudeler von dem While. Und dieselbe Baudeler muss man an irgendeiner Form herumfangen am Vor. Mhm. Programmieren wir die dann. Das Prinzip bleibt dieselbe. Das ist der bleibt noch immer. Das Zusammenrechnen bleibt noch immer dasselbe. Ob bei einem Vor oder bei einem While. Rasch mal zum selber. Return sum. D'accord? Und damit machen wir nur davor. Das ungefähr selber. Rum mit Blick. Also erst geschafft. D'accord? Den Inhalt dran und dran als derselbe. Plus den. D'accord? Das ist das Prinzip von unserer Vorschleif. Abgepasst. Hei sind drei Sachen zu schreiben. Und zwar die drei Sachen, die wir vier drin farbig hatten. Das ist der Start, Kondition und den Inkrement. Für einen Zähler zwar muss man hier am Vor auch hinkriegen. Und ich schreibe mal an der selben Stelle rein falsch. Int i ist gleich b Start. Kondition auch genau identisch. Lieber Kines Pass, das ist mir schön, und als ein Inkrement. Und da haben wir die drei Dealer, wo genau zählst du beim While? Ja, das ist ein wenig an der Platz. Das ist ein wenig an der Platz. Mhm. Wenn ich die kompilieren, voilà, kompiliert. Das als Form ein bisschen mehr kurz wie die Dauerform beim While. Mhm. D'accord? Von einem Start bis einem bestimmten Wert, mit einem Inkrement von Int. Wir haben wir nicht dran verstoppt und funktioniert auch genau zeitlich. Das heißt, weniger brauchen wir While, aber weniger brauchen wir vor. Es gibt nur eine Regel von der Start an den Endwert. Bekannt sind die Moffecke, ne? Zu diesem Zeitpunkt. Wenn sie bekannt sind, dann darf ich die gebrauchen. Ich darf heute keine komplizierten Sachen haben, wo ich noch nicht weiß, wenn ich abhalle. Zum Beispiel, bis der User 5 antippt. Das kann ich mir dann vorstellen, nicht mehr. Und ich meine noch strikt verboten, also beim E-Pedeln zu gehen. Ne? Das soll ich nie machen. Ja, ich mein, das ist immer ganz, ganz schlecht programmiert und kriege ich meistens auch so gute Fehler. Ja. Ein Fehler, wenn ein Klang geht. Mhm. Ich mache die drei Dealer, die haben wir hier rumfand. Das ist aber etwas, was hier nicht steht, mit das ist ein Int. Ja, den hast du hier deklariert. Den haben wir an der Klammer deklariert. Mhm. Das haben wir bisher nie gesehen. Nee. Wir haben gesehen, irgendwann, dass den Int-Deklaration wie hier oben, heißt, dass den i hier deklariert ist. Mhm, kann ich vielleicht direkt so, ne, wo lief den i? Hier? Voilà, den i oder ein Variable von seiner Deklaration lief immer im Block englobant auf Französisch, den drüber steht, der Block, den drüber steht. Den i kann ich schon hier und bis von der Return oder der Schluss vom Block gebrauchen. Hier ist dasselbe, der Sum lief vom Anfang bis zum Schluss vom Block. Aufgepasst, das ist ein i, den ist
an der Klammer vom V deklariert, mhm. die läuft von diesem Block, von diesem Startblock bis zum Schluss. Nicht mehr lang. Das heißt, nonsam kann ich nur nicht mehr auf den I zugreifen. Das ist dann als verboten. Ja, du musst den Fehlermeldung kriegen, ne? Das ist plus I. Ich gebe hier eine Variable I, die nicht reichstätig ist. Wenn ich kompiliere... Ja, du musst ein Missing voilà. Symbol, genau. Ne? Sum with 4, Trussage, er findet das Symbol nicht, ja, dass den I dir nicht fällt. Okay, dass dir den Schwert als Problem erkennt, ob der. Für wer den das möchte, also einfach, da kann ich voran, kann René schreiben immer mit derselben Variable, was hier nicht der Fall ist. Ja, und Alkes gibt den I frisch deklariert am Fall. Voilà. Hier kann ich immer dann voran Alkes mit derselben Variable gebrauchen, das mhm. möchte kein Problem, und das ist auch viel mehr proper. Probieren wir das vielleicht ein bisschen raus? Können wir probieren, ich muss nur frisch kompilieren. Mhm. Dann machen wir ein Objekt. Voilà. Ich rufe die erste Methode, eigentlich am klassischen Weil. Das ist dann zum Beispiel von 5 bis 10. 15 Matt, genau, von der 40. Ja. Probieren wir das selbe Stimme am Vor. 5. Ram bis 10. Du musst in die selbe Stimme gebrauchen, wenn es gut geht. Geht auch 45. Mhm. Im Prinzip haben wir das richtig. Oh, schon nur habe ich es gemerkt. Schon mal schreibe vertippt. Das While, nicht with. Okay, ja, da soll es halt nicht hingehen. Nee. Ja, das heißt, wenn ich brauche nicht den einen, wenn ich brauche nicht den anderen. Gut, das eben, da dehnt das mir kurz. Wann eben mit Start- und Anbindung muss bekannt sein, kann ich vielleicht denken nach so an. Ja, aber prinzipiell kann ich immer alles am While machen, bevor es schüsst für mich kurz, mich kompakte kurz schreiben. Der While ist ein allgemeiner Schleif. Du ja. kannst alles programmieren. Mm-hmm. Den heute noch nicht mehr kompakt, für, wenn ich weiß, ich fahre nicht mehr an und schalte ihn ab. Für die Version so eine Drittschleife, die gesehen habe. Den Do-While gebrauche ich nicht. Ja. Weil ich kann die gebrauchen, das ist ganz speziell. Okay, mit der Voraus nur, aber so gängig, dass ich die voilà. Muss kennen. Das ist der While, den muss ich nicht kennen, der Voraus praktisch von den Sachen, das tut den ganz oft. Ich fange da an und schalte ihn irgendwo ab. Ja, das schreibt sich in einer Zahl ganz schnell. Okay. Aber nein, ich bei mir nicht vergessen die Klammern hier. Die sind wichtig. Ja, die Akkuladen, die können deutlich sein. Ja. Dann hast du die vergessen, dann ist es so, dass es nicht mehr geht. Mm-hmm. Voilà. Okay, das klaturiert dann als kleine Sitzung über den Gebrauch von der Vorschleife. Und merci für den Nachhören.